Okay, da sind wir wieder zu Minecraft Hardcore. Da dachte ich, ich könnte mal einen Stream starten, während Creative Element Subnautica spielt, aber wie sich herausstellt, geht das nicht. Willkommen zum Stream. So, ich muss mal gucken. Ich habe heute Lust auf ein paar Infrastruktur-Upgrades, damit wir hoffentlich auch später ein paar bessere Möglichkeiten haben, den Nether zu erkunden und so. Aber unter Umständen ziehen wir vielleicht auch heute eine von den Wegen hier bis zu seinem Ende. Und vielleicht zeige ich auch bei der Gelegenheit, weil vielleicht binden wir auch den Schrein an mit einem Portal und dann zeige ich mal live. Ich habe mir das mit der Statue nochmal überlegt, also mit den Statuen. Ich habe die nochmal größer gemacht. Und dann müsste eigentlich ein relativ kleiner Sockel reichen, dass man die gut sehen kann. Moment, ich brauche Stein. Wobei Stein habe ich ja eigentlich da. Ich brauche aber Seelenerde. Stein habe ich hier. Ja, Stein habe ich hier. Nehme ich mit. Fülle ich mal gerade auf. Wait, das hast du auf Steam gesehen, dass ich das Spiel gestartet habe? Ich sehe es auch auf Discord. So, 32. Ja, komm, wir machen mal einen kompletten Stack Glas. Wir sind mal so frei. Hast du gehofft, dass ich da nicht komme, weil ich ja beschäftigt bin? Nein, ich wäre sogar eher enttäuscht gewesen, wenn du nicht genau dann streame, wenn du nicht kannst. Ich war auch eh nicht sicher, also einmal, dass ich heute streame, hat sich auch eher spontan ergeben, aber auch, was ich streame. Ich bin im Moment sehr in einer Krise, was ich streamen soll. Wie gesagt, ich hätte auch Bock auf, hier, ich wollte Terraria nochmal spielen demnächst. Ja, Terraria. Dark Souls möchte ich die Daughters auf dem Ash-Mod demnächst mal ausprobieren. Es gab noch was. Star Trek wollte ich sowieso mal wieder, was ist bald wieder? Ist halt auch die Frage, wann ich dafür wieder Zeit finde, da mal wieder ein längeres Video zu machen, und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich da im Moment die Motivation zu habe, weil das letzte halt, das hat halt keine Sau interessiert. Es gab noch ein Spiel, was ich streamen möchte. Genau, Stardew Valley, das müssen wir auch noch. Das haben wir angefangen und wir müssen es mal zu Ende führen irgendwann. Wir haben ja nach dem ersten Jahr aufgehört. Das geht natürlich nicht. Stimmt, von das da drüben müssen wir halt auch noch setzen. Das Spawn-Portal. Das ist halt, aber bei den Spawn-Chunks denke ich mir halt so, da passiert vielleicht noch was. So, pass auf, wir brauchen einmal Load Schematics. Portal Node. Aus dem Nether genauso wie ich. Ja, ich meine, viele machen ja sowieso, machen ja einfach ein Never-Hub. Aber also zum Beispiel so Never-Hub oben auf dem Dach vom Nether. Ich meine, das kann man natürlich auch machen, ist natürlich auch cool. Aber sowas Riesiges möchte ich ehrlich gesagt gar nicht bauen im Moment. Vor allem finde ich es auch mal ein bisschen, ich weiß nicht. Also, es bauen Leute schon viele ziemlich coole Sachen auf dem Netherdach, so ist es nicht. Aber das, keine Ahnung, dann hast du halt auch nicht viel vom Nether irgendwie. Pass auf, wir brauchen auf jeden Fall einen Stone Cutter hier.
Ich habe extra mal welche noch gecraftet. Ach, Seelenerde haben wir nicht mitgenommen. Seelenerde müssen wir noch gerade holen. Früher war der Nether auch wirklich Schrott, aber inzwischen hat sich das geändert. Ja. Das und ich kann, ich will halt, wenn ich was im Nether baue, möchte ich es halt auch schon wirklich im Nether haben. Und dann würde ich eher sogar noch, wäre ich eher sogar noch bereit zu sagen, man macht ein Loch in die, ein riesiges Loch mit so einer riesen Redstone-Maschine ins Bedrock. Und hat halt sowas. Aber ansonsten, wenn ich schon meine Portale oben auf dem Nether-Dach hätte, dann würde ich wahrscheinlich gar keine Sachen, keine Tunnel oder sowas bauen. Dann würde ich einfach nur fliegen. Als Subnautica, habe ich sehr gemerkt, wie Outer Wilds mich beeinflusst hat. Ich habe früher nie Texte über die Story gelesen. Outer Wilds hat sogar mein ADHS überzeugt. Das ist doch mal eine Aussage. So, ich habe nur gerade vergessen, ich hätte auch den das die Seelenerde. Die sollen ja nicht in der Node sein, nur auf den Gängen. Damit wir halt in den hier in den Dingern eine einfachere Steuerung haben. Das heißt, hier die Seelenerde muss wieder weg. Da sieht man auch, wie klein unser Teil der Welt im Nether eigentlich ist. Das Ding ist natürlich, jetzt sehen wir nicht viel. Die Schematik ist gerade sehr verwirrend. So, sind jetzt irgendwo Spots entstanden, wo Gegner spawnen könnten? Shapes. Okay, das ist schon alles außerhalb. Aber wo ist der gespawnt? Okay, wahrscheinlich hier hinten irgendwo.
Wieso zur Hölle ist das Portal falsch? Ach ja, ich habe jetzt übrigens wieder Optifine Zoom. Was mache ich hier eigentlich? Was mache ich eigentlich für eine Scheiße? Das ist total dumm. So, Placement on. What? Ja, das muss man ja lieben, wenn. Es sieht genauso aus, aber aus irgendeinem Grund, weil der sagt, der muss nach Westen zeigen. Warte, ist das, weil die Schematik gedreht ist? Aber das kann doch nicht sein, oder? Doch, das geht. Das geht nicht. Go home, Minecraft, you're drunk. So, pass auf, wir brauchen die hier. Dabei jetzt kann man leider nur einmal erleben. Ja, gibt ja so ein paar Spiele, wo man sich dann eigentlich wünscht, man könnte sie halt nochmal so praktisch nochmal zum ersten Mal erleben. Undertale ist ja für viele auch so ein Game.
Warte. Wenn wir das Easy Place nutzen dafür. Ja, dann macht das korrekt. Okay, weird. Also wenn du so jemand bist, der gerne Informationen aus Text in Videospielen rausholt, dann ist Dark Souls tatsächlich sogar ein Spiel für dich. Weil Dark Souls lebt davon. Also zumindest dessen Worldbuilding. Gehst du heute die Bastionen looten? Ist nicht geplant. Die Frage ist halt erstmal, also ich glaube nicht, dass wir so schnell eine finden werden. Das ist das Problem. So, pass auf. Einmal easy, muss Easy Place. Easy Place Mode. Einfach viel, viel angenehmer mit dem, mit den Slaps auf die Weise. Vielleicht bekommst du eigentlich Angst im Videospielen. Och, geht eigentlich. Wo ich halt eine ziemliche Aversion gegen habe, ist alles, was irgendwie mit Schockhorror arbeitet. Aber Subnautica ist ja auch so ein Ding. Also ich bin mal gespannt. Oder zum Beispiel ein anderes Spiel, was ich ja ziemlich lange schon auf meiner Steam-Liste habe. Beziehungsweise ich habe das Spiel, aber ich habe es halt seit Jahren. Moment, ich guck mal kurz. Ich habe es ja in meiner Liste. Ich will das jetzt gerade wissen. Da müsste ja stehen, wann ich es gekauft habe. Habe es sogar installiert. Warum steht hier nichts? Steam, zeig mir es mir. Zeig mir, wann ich das Spiel gekauft habe. Ja, normalerweise ist doch immer so, ist da doch immer so eine Info. Steht, wann es rauskam. Irgendwo konnte man auch sehen, weil man es gekauft hat. Aber ich habe es auf jeden Fall schon seit Jahren auf meinem Rechner liegen und hab's nicht. Also ich weiß, wie das Spiel anfängt, weil ich es mal vor vielen Jahren mal ein Let's Play dazu angefangen habe. Aber selbst das war schon zu viel für mich. Ich muss sagen, da finde ich auch so ein bisschen der Herobrine-Mythos schuld dran. Weil es damals ja auf YouTube dann diese ganzen schlecht gemachten Creepy-Videos dazu gab. Welches wissen wir liegen? Singularity heißt das.
So, hier bei dem Ding hier hatte ich sogar was Besonderes vor. Um das ein bisschen hervorzuheben. Bin auch mal gespannt, wie wir von hier aus das Portal für den Kartenschrein, ob wir das hier durch verbinden oder ob wir dem Weg da drüben folgen oder vielleicht sogar beides. Ich weiß aber gerade nicht, wie das, wo sich die Sachen in Relation zueinander befinden. Jetzt muss ich niesen und es kommt nicht. So, das läuft. Wir machen einmal kurz den. Nein. Hier. So, die Schematik hiervon kann jetzt weg. So, jetzt brauchen wir mal irgendwie gerade Platz. Pass auf, ich setze die Kiste einmal kurz hier hin. Ach, hier habe ich ja noch den. Müssen wir mal kurz warten. Ach ja, durch die Schematics sehen wir halt jetzt immer, wo die Dings ist. Die Insel mit den mit dem Kartenschrein. So, ich habe hier nämlich jede Menge ominöse Banner. Meint ihr, 16 reichen? Ich will eigentlich noch ein paar mehr mitnehmen. Aber irgendwie müssen wir noch einen Platz. Ach komm. Den Stonecutter packe ich nochmal gerade hier rein. Es gibt halt auch so ein paar Items, wo ich mich echt frage, wieso dürfen die nur 16 stapeln? Also vor allem Schneebälle, Enderperlen. Enderperlen kann ich noch halbwegs verstehen, weil. Ne, es ist Teleport und so, aber Schneebälle, da ist das halt maximal krampfig. Okay, du kannst schon mal nicht zwei Banner ineinander setzen, das ist schon mal schade. Okay, wie viele Banner kann man platzieren? Ja. Ach, stimmt, wenn man, das ist ja diese Geschichte, wenn man die einmal abgebaut hat, dann stapeln die sich ja nicht mehr mit den normalen, ne? Oh, das ist so weird. Das sagt doch genug darüber aus, oder? Ja, theoretisch können wir hier noch. So. Und der Rest kann weg. Braucht kein Mensch. Sieht doch einladend aus, oder? Jetzt habe ich sie weggeschmissen und ich war noch nicht fertig. Sind sie hier gelandet oder sind sie in die Lava gefallen? Sie sind natürlich in die Lava gefallen. Ah, ich stelle mich auch schlau an. Noch ein Problem, was Mojang fixen könnte, statt neue Features mit neuen Problemen ins Spiel zu werfen. Boah, du bist aber auch gerade sehr auf einem Mojang-Hate-Train hier.
So, das war's jetzt aber, oder? Das ist jetzt okay. Nur für den Fall schmeiße ich jetzt die hier extra dahin. Mich triggert Mojang und Minecraft extrem, was einfach relativ viel besser sein könnte. Das ist aber wieder diese Geschichte, wo dann alle meinen, sie wüssten besser, wie Minecraft funktionieren sollte. Dann sind auf einmal alle die Backseat-Game-Designer. Ich meine, ich gucke jetzt auch im Moment wieder eine Minecraft-Serie, wo mit Create-Mod oder einer Version von Create-Mod, das ist nicht reine Create-Mod, das ist eher noch gemoddetes Create, gearbeitet wird. Und ich denke mir so, das funktioniert halt schon echt. Es lässt halt coole Sachen zu und funktioniert halt wesentlich einfacher doch als oder mit wesentlich weniger unnötigen Schritten dazwischen als Redstone. Auf der anderen Seite ist das halt auch so eine radikale Abkehr von einigen Spielprinzipien. So, als Modder kannst du halt wirklich machen, was du willst. Du hast keine ursprüngliche Designvision, der du folgen musst. Und ich habe das eigentlich ganz gerne, so, das ist ja zum Beispiel das, was leider viele Mods nicht, also gerade die mittelmäßigen Mods nicht machen. Sie fühlen sich nicht an wie etwas, was schon immer Teil des Spiels war. Ach ja, das ist hier die Geschichte. Ah, das knirscht so schön. So, Shroomlight. Ganz ehrlich, Weeping Vines sind so lame. Ich hätte die jetzt gar nicht craften müssen, weil hier muss ich gleich eh noch ersetzen. Kacke. Der Baum hier ist aber auch eine Geschichte für sich. Wenn die Bäume schon auf den Bäumen spawnen. Mojang wollte mal
mit dem Entwickler von Optifine einen Deal machen. Da war der Macher von Optifine gegen. Offiziell wegen den Capes, die dann nicht hätten übernommen werden können von den Spendern. Was ich aber zum Teil auch mitbekommen habe, ist, dass Optifine, beziehungsweise dessen Macher, wohl auch die ein oder andere Leiche im Keller hat. So in Richtung gestohlener, beziehungsweise als Eigenkreation verkaufter Code und solche Geschichten. Aber das würde voraussetzen, dass sich die Leute an so Sachen wie MC Patcher erinnern. Ja, Sodium, ich meine, bei Sodium könnte ich, wenn ich es ja auch, ich meine, man muss dazu sagen, Fabrics, Sodium und so, die sind alle noch nicht, sie sind auch alle vergleichsweise neu und vergleichsweise weniger etabliert. Also wenn ich bedenke, um die ganzen Features für, also für Misas Texture Pack drin zu haben, die das Pack braucht, ohne Optifine, muss ich irgendwie ein Dutzend Mods installieren. Wo ich vorher nur eine brauchte. Zwischen ist Minecraft schon so alt, da kannst du quasi Geschichtsvideos drüber machen. Ja. Und ich meine, MC Patcher ist weg, weil Optifine es verdrängt hat. Beziehungsweise Optifine gesagt hat, hey, wir haben alle MC Patcher Features und so. Ja, gut, wenn sich rausgestellt haben sollte, also wenn es stimmen sollte, dass Optifine halt auch wirklich literally den MC Patcher Code genommen und hat seine eigene Kreation ausgegeben hat, Open Source hin oder her. Das heißt ja nicht, dass du es als deins ticken wirst. Wenn das so stimmt, dann yikes. Und nach dem, was ich mitkriege, ist halt das, sind halt auch die ganzen MC Patcher Features, die Optifine hat, von Optifines Seite aus ziemlich schlecht umgesetzt. Beziehungsweise zum Teil halt auch schon ewig verbuggt. Sodass eigentlich zum Teil eine dieser Features halt von niemandem in den letzten Jahren, also niemand, der es in den letzten Jahren halt gesehen hat, in seinem korrekt funktionierenden Zustand erlebt wurde. Aber das ist mitunter ein Grund, wieso ich Optifine auch ehrlich gesagt nicht so hinterher weine im Moment. Ich meine, das ist nicht der einzige Grund, warum ich gewechselt bin. Das war auch, weil mit Fabric einfach viel mehr andere Mods funktionieren und ich halt als Streamer halt auch so Sachen wie Replay-Mod und Lightmatica und so jetzt verwenden wollte. Eine Replay-Mod hätte ich noch so benutzen können, aber der Rest war halt alles Fabric. Sodium hat auch bessere Performance als Optifine. Ja, wobei es bei mir halt trotzdem an seine Grenzen kommt mit allem, was ich hier drauf habe. Ach du Kacke, es ist immer noch schlimm hier. Und ich kann auf nichts die... So, komm, der hier muss sowieso weg. Nein, ich will die goldene Karotte. Ich will die goldene Karotte und dann möchte ich die Sense haben, bitte. Dankeschön. Nee, was Modding angeht, ich weiß, also ich finde auch, ich finde es halt schade, dass einzelne Mods nicht mehr so die Aufmerksamkeit kriegen. Also nicht nur für bei Minecraft. Also
Das ist mir jetzt auch die Tage aufgefallen. Da hatte Hand of Blood halt ein Video gemacht und das war von der Idee gar nicht mal so schlecht, ja. Ich habe da auch, ich kann eigentlich im Prinzip das wiederholen, was ich da als Feedback hinterlassen hatte. Was die gemacht haben, ist, die haben Dark Souls genommen und das Team von Hanno ist hingegangen und hat halt alle diverse Mods zusammengeschmissen. Aber, und Hanno hat das dann gespielt, aber ohne zu wissen, was für Mods das jetzt eigentlich sind. Da waren ein paar Insider dabei, da waren halt so Sachen dabei, von wegen, der Protagonist sieht aus wie Goku. Dann so Sachen wie 300% schnellere Animation, was halt schon, das war schon das erste Alarmsignal für mich, weil solche Mods, so, du brauchst die Animation in Dark Souls, damit du irgendwie die Bewegungen und Angriffe von deinen Gegnern lesen kannst. Und das ist halt so, finde ich, dann das Problem, wenn du solche Videos machst, dass das nicht super schnell in die Schiene geht. Haha, wir haben einfach mal 300 Mods zusammengeschmissen und deshalb ist das jetzt lustig. So, also da habe ich auch gesagt, so Leute, das kann gut funktionieren, aber ihr müsst da echt euch überlegen, was ihr da macht, weil die Art Content mit wild Mods zusammenschmeißen und gucken, was passiert, gibt's schon. Also da erwarte ich dann von einem Team wie hinter Instinct 3 doch am Ende ein bisschen mehr. Auch wenn er natürlich jetzt da den Vorteil hat, er weiß natürlich nicht vorher, was das für Mods sind. Was ich dann auch gesagt habe, war, ihr hättet die Möglichkeit, gezielt mal Mods zu spotlighten oder mal einfach mal zu spielen und einfach so einzelne Mods zu spielen, wie auch Dark Souls. Die hat ja auch größere Mods wie Daughters of Ashe oder so. Wo ich gesagt habe, es gibt genug Modder, die sich halt da richtig Arbeit reingesteckt haben und nicht nur für einen billigen Lacher, wo die froh wären, wenn da mal jemand ein bisschen Aufmerksamkeit drauf lenken würde. Deswegen, ich bin mal gespannt, was da aus dem was aus diesem Format dann gemacht wird. Weil wie gesagt, wenn sie das so in der Form, also ich meine dann, da das Ding ist, die hatten dann auch da diverse Augenkrebs-Mod drin, irgendwie so von wegen, alle Texturen sind randomized und die fließen dann so über die ganze Zeit, dass das halt ja wie so ein Drogentrip schon fast war. Und da habe ich mir auch gedacht, so, ich meine, die Mod hat dann Hanno dann auch während des Spiels noch irgendwie nach 15 Minuten rausnehmen lassen, weil er selber gemerkt hat, okay, das war jetzt 5 Minuten lustig und danach ist es halt einfach nur noch schlimm. Die Art Content ist halt sehr einfach umsetzbar. Ja, aber wie gesagt, bei Hanno ist ja, da ist ja eine Firma hinter inzwischen, die auch einen gewissen Stolz hat, würde ich meinen. Ich sage so, Leute, das könnt ihr besser. Ich könnte da richtig was Cooles machen. Und das sind, glaube ich, auch Leute, die was richtig Cooles machen wollen. Deswegen fände ich es halt super schade, wenn das dann darauf hinausläuft, dass es halt sowas ist. So, ich meine, ein paar Meme-Mods sind ja auch lustig. Also, ich finde zum Beispiel auch, gerade wenn sie nicht der Fokus sind, also wie zum Beispiel DuckDuck, wenn der seine Skyrim-Videos macht. Du hast immer anatomisch korrekten Spider-Man da irgendwo, sobald du in die Höhle gehst. Du hast immer Sonic, der irgendwie rumläuft und als Follower dabei ist. Nazim als Weihnachtsmann verkleidet. Und das sind halt dann wiederum Sachen, das ist dann wiederum wiedererkennungswert. So, das ist okay. Wobei ich halt auch oft finde, also auch bei Challenges, da wird, finde ich, dann teilweise auch oft mit dem Gimmick so ein bisschen übertrieben.
Also tatsächlich habe ich jetzt letztens von einem deutschen YouTuber, ich kann den Namen ja mal sagen, der ist tatsächlich gar nicht so riesig, beziehungsweise der wächst gerade jetzt, seit kurzem, der Rumpelmeister heißt der. Der macht Dark Souls-Videos und ich glaube, der hat eins gemacht. Dark Souls 1, ich glaube, das war Dark Souls 1, genau, ohne an einem Lagerfeuer zu rasten. Also das ganze Spiel über. Das heißt, das Spiel setzt halt an ein paar Stellen so einen Checkpoint, zum Glück auch bei Feuerband Schrein. Das heißt, den Großteil des Spiels hieß das halt einfach, ja, du musst es halt einfach immer von da aus starten. Also jeder Boss-Run war dann natürlich dann noch umso länger. Ich dachte mir so, ich würde diese Art Challenge würde ich vielleicht sogar spielen, aber mit einer Modifikation. Ich würde sagen, dass ich ein Bonfeuer verwenden darf, und zwar das in Feuerband Schrein. Das heißt, ich kann leveln, muss aber immer dafür dahin zurück. Ich kann Zauber einstimmen, aber ich muss dafür dahin zurück. Und ich kann mir später die 20 Estus von Pinwheel holen. So, das sind halt Sachen, weil sonst ist halt No Bonfire. Also, ja, du kannst nicht leveln, du kannst keine Zauber benutzen, weil die musst du an einem Bonfire einstimmen. Schnellreise sowieso nicht. Estus aufladen, so ist so gut. Okay, gut, damit kann ich, finde ich, könnte ich leben. Wie gesagt, wenn man halt zumindest im Laufe der Zeit dann das bessere Estus kriegt. So, das ist halt, keine Ahnung. Das ist halt mein Ding immer. Ich denke mal so, es muss gar nicht immer so krass extrem sein, weil ich finde immer sehr schade, wie schnell bei so Challenge-Content das dann aufkommt, dass man sich immer gegenseitig überbieten will und dass dann irgendwann alles einfach nur kein Gewicht mehr hat. Da finde ich das bei Wyrmfa wiederum angenehmer, weil die Challenges, da ist es halt eher so der Witz, die Sachen klingen im ersten Moment nicht schwierig und dann haben die irgendwie aber größere Tragweite. Also zum Beispiel Dark Souls 2 ohne zu reden. Und dann stellst du halt fest, Moment, Leveln hängt mit Reden zusammen, Waffen upgraden hängt mit Reden zusammen. Ich glaube, an irgendeiner anderen Stelle. Genau, ich glaube Covenant, kommt er einmal in den falschen Covenant rein, der das Spiel schwerer macht. Und dann muss er einen Weg finden, aus diesem Covenant rauszugehen, ohne mit Leuten zu reden. Und findet diesen einen anderen Covenant, wo die Interaktion knien ist, wo er nicht mit jemandem redet. Was dann wiederum. Das ist dann schon irgendwie wieder lustig. Das ist halt nicht gezielt, ich habe es mir schwer gemacht, aber irgendwie, es hat sich jetzt halt ergeben. Dark Souls Mutismus Challenge. Ja, so könnte man es auch nennen. Beziehungsweise, ich glaube, das war halt irgendwie so auch zu Corona-Zeiten, da hat er sich, glaube ich, halt im Thumbnail halt so eine Corona-Maske auf den Protagonisten gefotoshoppt, so von wegen Social Distancing und so. Stimmt, mit Maske kann man nicht reden, ganz vergessen. Nee, es geht nicht darum, dass er nicht reden kann, es geht darum, dass er nicht reden will. Weil Pandemie, wir müssen Abstand halten. Okay, das hier kann weg. Man kann also nur mit reden, die näher als 1,5 Meter dran sind. Ja, komm, aber wenn du bedenkst, zum Leveln müsstest du wahrscheinlich ein bisschen näher ran. Die Waffe musst du der Person ja auch geben zum Upgraden. Also, einem Schmied so ein Schwert hinzuschmeißen, ist halt schon irgendwie respektlos.
Aber nicht mit Leuten zu sprechen, ist nicht respektlos. Darüber kann man streiten. Du tust den Leuten ja nichts. Aber das erinnert mich wieder daran, an was für Dinge er tun muss, um nicht mit den Leuten reden zu müssen. Nice. So, kriegen wir es hin, dass hier noch ein bisschen Licht reinkommt? Mensch, du müsstest einen extrem schweren Ausweg auf so einer Stelle, nur um nicht mit der Person zu reden. Wie soll ich die Person dann fühlen? Ja, wie soll sich die Person fühlen, wenn du sie dann zu einem Loch lockst, die konterst und dann halt mit der Konteranimation dich nach unten glitscht, aber so den Fallschaden halt aushebelst, ne? Und so. Da entstand schon sehr lustige Situationen. So, den hätten wir. Sollen wir das hier gerade auch machen? Oder sollen wir den grünen Pfad durchziehen? Ach, hier muss ja auch noch. Oh, ich bin mal gespannt, wie sich das mit dem hier beißt. Okay, ja, man sieht leider auch so ein Ding mit Sodium im Moment. Aus irgendeinem Grund ist das Rendering von manchen Blöcken hinter Glas nicht korrekt. Hier hätte ich vielleicht mal Glas hinmachen sollen. Bevor uns noch irgendwas auf den Kopf fällt. Sodium lässt GIs einfach nur zu seiner. Was? Was für ein Ding? Ach, das Glas. Weil ich hab nur. Okay, da fehlt ein A. Ich dachte schon, das wäre irgendwie eine Abkürzung für irgendeine Grafikoptimierungstechnik. What? Reflektiert jetzt das Licht von den Slabs oder was ist hier los? Hier, es wird heller, wenn ich da. Wieso wird das heller?
Also zum Slabs platzieren wäre so eine Schematik halt echt hilfreich. Beziehungsweise alles, was du irgendwie in der falschen Orientierung platzieren kannst. Okay, irgendwo hier sind jede Menge Piglins. Aber zum Glück weiß ich ja, dass das hier weit außerhalb der Wither Skelet Farm Spawn Kugel ist. Von daher ist das mir sowas von egal. Mit der Motrikuru könnte es das passieren, einfach sein. Wie funktioniert die? Also der Name sagt mir was, ja, aber ich habe die nicht installiert, weil mir das ein bisschen zu allumfassend war. Was von der Person, die Lightmatica gemacht hat. Ich muss sowieso sagen, dass ich das mit dem Mods-Moment bei mir auch schon wieder echt fast schon zu viel finde. Weil sich auch die Hotkeys ja teilweise schon überlappen. Dass man nur in einer Blöcke in einer geraden Linie bauen kann oder nur schräg. Hier wäre es gerade hilfreich, wenn der immer automatisch die Slabs unten setzen würde. Dann könnte ich auf den Neverrack-Block darüber zielen. Na, hört doch mal auf, ständig da drauf zu fallen. Willst du euch mal Teleporter bauen für so eine kleine technologische Revolution? Warum? Was soll ich mit Teleportern? Also damit Teleportation in Minecraft auch nur halbwegs balanced sein kann, müsste halt der Preis schon enorm sein. Irgendwie, dass du halt Beacons dafür brauchst oder so. Also Teleportation zwischen Beacons ist sogar tatsächlich ein Konzept, was schon in der Minecraft-Geschichte verwendet wurde. Aber das Problem ist ja eher nicht, dass es zu langsam ist mit dem Reisen, sondern dass so viele Reisemethoden halt schon komplett für den Arsch sind.
So, muss ja schon. Du meinst aber nicht eine Enderpearl Stasis Chamber, oder? So, aber der Schwierigkeit ist ja das Ding, jederzeit von jedem Ort triggern zu können. Ganz ehrlich, das sind auch so Sachen, die habe ich keinen Bedarf. Das überlasse ich Leuten, die dann so die sichersten Minecraft-Gefängnisse bauen wollen. Nein. Hier. Weiß nicht, was funktioniert ist, warum jetzt hättest du die Chance. Das würde voraussetzen, dass ich einen Bedarf dafür hätte. Gerade in der Neverweg, das schon noch ein bisschen darf nach Fast Travel. Das ist aber auch total überschaubar, was ich hier mache. Hier fuckt mich jetzt einfach schon wieder die schiere Menge an Netherwarzenblöcken ab. Mir fällt gerade auch wieder auf, wir waren tatsächlich noch gar nicht in einem Warped Forest. Ich habe dieses Biom noch nicht selbst erlebt. Das ist das einzige Nether-Biom, was uns fehlt. Wofür ich viel mehr Bedarf habe, wäre die Fähigkeit, besser im Nether erkunden zu können. Dafür zu sollen diese Wege ja beitragen. Ich glaube, ich gerade aus der Hintergrundmusik Outer Wilds Musik rausgehört. Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Das ist möglich. Aber kann man wahnsinnig werden, wenn man es schon ist? Nichts kaputt machen, was schon kaputt ist. Sieht aus Gravity Falls? Wer hat das in Gravity Falls gesagt? Ich muss dazu sagen, es ist echt eine Weile, dass ich die Serie gesehen habe und ich habe sie nie auf Deutsch gesehen. Also das kommt noch dazu.
MacGucket. Stimmt, ja. Ja, ich glaube, ich weiß sogar, in welcher Folge er das sagt. Ich erinnere mich. Genau. Gravity Falls war schon mega. Vor allem ist das halt auch so eine Serie, wo sich einfach alles verändert, wenn du die Serie das zweite Mal schaust, was ich halt auch noch machen muss, und einfach die ganzen Hinweise erkennst als das, was sie sind. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber okay. Jetzt habe ich das Ding geglitscht. Moment, wolltest du gerade schon sagen, ich bin schon wahnsinnig. Weiß ich nicht, wollte ich das? Ich glaube, hier bräuchte man auch echt eine. Also wenn du Netherbäume wegmachen willst, brauchst du eigentlich auch echt eine Haste Beacon. Kann man das Zeug mit einer Haste Beacon instaminen? Na gut, ich habe jetzt hier nur Effizienz 4 drauf, das müsste ich eigentlich auch mal ändern. In was für einer Welt leben wir eigentlich, dass man Effizienz 5 auf einer Sense oder auf einer Hacke haben will? Ist ja keine Sense, ist ja eine Hacke. Wenn der Haken endlich mal einen Sinn bekommen haben. Ja, das stimmt. Das hat ja lange genug gedauert. Na, in 20 Jahren endlich Schüler bearbeiten. Ja, das habe ich gesehen. Ich finde tatsächlich die 1,20. Also da sind halt echt ein paar interessante Sachen dabei. Das mit den Pots. Ich meine, der Neverride wird wieder ein bisschen limitierter, weil man jetzt diese Upgrade-Templates braucht aus den Bastions. Auch so ein Ding, warum ich nicht ewig weit, ne, warum ich nicht ewig weit rausgehe. Weil das können natürlich nur neue Bastions haben. Wobei das stimmt, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, Loot-Chests werden ja, glaube ich, erst generiert, wenn man sie öffnet. Also theoretisch könnte ich die Bastions, glaube ich, sogar schon suchen. Solange ich die Kisten nicht aufmache.
Ja, aber dann mit diesen Pots, die könnten ganz interessant sein. Für die ein oder andere Dekoration, die neuen Blumen. Wobei ich finde es ein bisschen bescheuert, dass die Torchflowers, dass die keine Lichtquelle sind. Also wie cool ist das bitte, eine Blume, die Licht spendet? Also das sollte eigentlich ein No-Brainer sein. Und dann halt, wie gesagt, Cherry Trees, also das ist, finde ich, schon total überfällig, dass die mal eingeführt werden. Die, so viele Mods hatten die. Ich meine, ich habe sie einmal bei Live in, bin ich, doch auch Live in the Woods habe ich sie auch gesehen, aber auf einem anderen Server, wo ich dann tatsächlich mal gespielt habe, auch. Und die Dinger waren einfach nice. Ach, der soll man alle Waffen. Ja, ja, das ist es halt. Aber Diamanten, das Ding ist, die Templates, ich weiß halt nur nicht, ob das auch mit den Neverwhite Upgrade Templates geht, aber die kannst du halt auch jetzt mit Diamanten halt duplizieren. Das heißt, du müsstest dann unter Umständen, also wenn ich das, ich weiß jetzt gerade nur nicht, ob das mit den Neverwhite Dingern geht, aber wenn das mit denen geht, musst du es halt nur einmal finden in der Bastion, was halt den Schritt zu Neverwhite ein bisschen, bisschen spannender macht, weil du halt nicht einfach nur stumpf eine Netamine gräbst und dann ein bisschen grindest, sondern dich halt schon wirklich der Gefahr stellen musst. Und ich finde, das eröffnet dann halt auch das Potenzial wiederum, dass du später sagen kannst, es gibt noch andere Rüstungstypen, die halt auf Neverwhite-Niveau sind und auf Diamant aufbauen, aber halt alle ihre eigenen Vorzüge haben und die dann auch alle irgendwie in einer Weise erhältlich sind, die mit, die halt thematisch passt. Also für Neverwhite musst du dann halt wirklich im Nether eine Mine gegraben haben und du musst in eine Bastion gegangen sein. Was macht ihr bitte? Ganz ehrlich, Piglins sind so ein gewalttätiges Volk. Nur weil man einmal nicht Gold trägt. Die Babys sind immer friedlich, ne? Die Hoglins sind das, die einen auf dicke Hose machen, bis man sie einmal schlägt. Dann sind sie nicht mehr so scary, dann sind sie auf einmal scared. Ja, du brauchst eine Renewable-Methode. Da finde ich tatsächlich mit Diamanten duplizieren noch am sinnvollsten. Weil das gibt dir dann, find, also es gibt dir den Grund, wobei der Grund wäre eigentlich ziemlich schwach. Weil Diamanten sind ja relativ safe zu bekommen und es gibt nicht viele andere Zwecke im Moment für sie, wo die du nicht irgendwie aushebeln kannst. Aber du hast dann halt die Wahl, ob du halt in der Mine oder in der Höhle versuchst, mehr Diamanten zu finden, oder ob du halt nochmal in eine Bastion gehst und dich nochmal dieser Gefahr stellst. Und so ähnlich kann man es dann halt wirklich auch zum Beispiel für eine Ocean Monument stilisierte Rüstung machen. Wieso ist die Schematic nicht mehr geloadet?
Okay, die muss. Oder? Nee, das ist nicht korrekt. Habe ich 84? Okay, ich habe das Portal 1 zu niedrig gesetzt. Diamanten sind nicht renewable. Das ist auch ehrlich gesagt im Moment gut so. Also wenn Diamanten renewable sein sollen, dann irgendwie über ne, was, wo, sie, wo es trotzdem nicht, wo du trotzdem nicht die Masse rauskriegst. Wandering Trader am ehesten vielleicht noch. Wobei der Wandering Trader generell einfach mehr Items haben müsste, die du halt, zum Beispiel sowas wie Schwämme. Selbst wenn er dafür dann vielleicht nicht unbedingt mal Emeralds haben will, sondern vielleicht irgendwas, was du nur in einem Ozeanmonument kriegst, dass du praktisch dem Händler beweisen musst, dass du da schon mal warst. Noch zwei nach hinten. Jawohl. Und dann eins hoch. Was seid ihr alle so? Akku! Die Nachbarn hier sind wirklich das allerletzte. Ich ziehe doch nur einen Tunnel durch ihren Lebensraum. Ich würde ja wollen, dass jedes Item renewable ist. Auch am besten, dass jedes Item in einer Skyblock-Welt bekommen hat. Ja, also ich meine. Man freut sich ja schon immer, wenn sowas renewable wird oder auch jetzt zum Beispiel auch Leute, die die Superflat oder sowas spielen. Aber auf der anderen Seite kommt halt auch viel von dem Reiz an diesen Welttypen ja daher, dass du halt nicht alles hast, beziehungsweise dass du dir halt kreative Sachen überlegen musst, um das halt zu kompensieren. Kann ich irgendwie Visuals, kann man das irgendwie ein bisschen, nein, das ist Lightmatica. Kann man das ein bisschen reduzieren? Ja, das ist schon mal wesentlich angenehmer. Problem halt ist halt wirklich, sobald du etwas renewable machst, also wenn es nicht gerade über den wandernden Trader ist, weil ich glaube, den wirklich gut zu farmen ist bis jetzt noch nicht gelungen, einfach aufgrund der Art und Weise, wie er funktioniert. Aber ansonsten werden die Spieler immer einen Weg finden, es zu farmen und dann wird es wertlos. Das ist ja auch so ein bisschen leider das, was mit Emeralds passiert ist. Also Emerald, ganz ehrlich, Emerald Ore ist wertvoller, weil es gut als Baublock zur Deko verwendet werden kann, als eigentliche Emeralds. Emeralds sind ein Witz.
Und vor allem, du siehst halt auch fast nie, das ist nicht halt auch so komisch, du siehst fast nie Emerald Ore in der freien Wildbahn, außer, glaube ich, in ganz bestimmten Biomen. Was halt auch dazu führt, dass halt Trade und so eigentlich der einzige Weg ist, das Zeug in einer annehmbaren Menge zu kriegen. Und ich finde gerade eigentlich, die ersten Emeralds sollten halt schon aus einer Mine kommen. Was macht man dann so einen Film wie hier, Blood Emerald oder so? Und dann castet man Leonardo DiCaprio aus irgendeinem Grund dafür. Eher nach einer Tom Hanks-Rolle. Es ist aber tatsächlich, also im Film Blood Diamond spielt Leonardo DiCaprio, ich weiß nicht, ob es die Hauptrolle ist, es ist ewig, als ich den Film gesehen habe, aber ich weiß gerade nicht, was der letzte Tom Hanks-Film war, den ich gesehen habe. Vor allem fällt mir gerade auf, dass ich auch aufpassen muss, dass ich Tom Hanks nicht verwechsel mit Bill Murray. Oder? Das war der doch, oder? Das war der doch, den ich meine. Ja. Ja, die zwei waren das. Die darf man nicht verwechseln. Ja, Bill Murray war ein Ghostbusters, genau. Also unter anderem war er da. Ist der wesentlich bessere. Das Ding ist, ich beurteile tatsächlich Schauspieler auch eigentlich nur dann wirklich gerne, wenn ich sie einmal im Original gesehen habe. Planet war ursprünglich auszuhalten, sagt mir leider gerade gar nichts. Also vom Namen her ja, aber ich könnte es jetzt nicht zuordnen. Ich muss auch sagen, dass ich nicht oft im Kino bin eigentlich. Ich war 2022 nur zweimal im Kino.
Einmal Avatar und einmal Sonic 2. Das war's. Letzte Christopher Nolan-Streifen. Uff, ja, bei Christopher Nolan bin ich auch so ein bisschen raus. Weil bei Christopher Nolan kommt man natürlich auch wieder auf Inception. Sonic selber war tatsächlich sehr gut. Ja. Vor allem, was ich halt wirklich an Sonic richtig gut fand, generell. Also einmal, die haben das geschafft, was Sega schon so lange nicht mehr hingekriegt hat. Also einmal mit Sonic 2, gut, sie haben Sonic generell ein bisschen anders interpretiert, aber halt trotzdem auf eine Weise, die halt im Kontext voll Sinn ergab. Robotnik auch. Und dann halt in Sonic 2, sie haben Tails und Knuckles so gut hinbekommen. Ich habe noch ein bisschen Sorge bei Sonic 3 mit Shadow, aber werden sie, also weil es, ganz ehrlich, Shadow kriegt kaum jemand hin. Shadow haben sie, glaube ich, das letzte Mal, je nachdem, wie man es zählt, entweder in Sonic 06 richtig charakterisiert oder in Sonic und der Schwarze Ritter, und da ist er ja nicht mal richtig Shadow, da ist er ja Sir Lancelot. Gut, Jim Carrey ist halt einfach Jim Carrey. Also, der kann halt auch so exzentrisch. Also, als sie gesagt haben, er spielt Eggman, ich habe es direkt gesehen, weil ich habe gesagt, hier, sie haben Eggman auch gelegentlich mal so ein bisschen exzentrischer dargestellt. Und solche Rollen kann Jim Carrey halt einfach richtig gut. Aber er ist steht ja noch nicht fest, ob er für Sonic 3 wiederkommt. Sonic, wenn ich mal sehe, aber. Ist immer schön, wenn es Kinder so aufregen. Das altersübergreifend funktioniert. Wobei ich finde, Sonic ist halt jetzt auch nicht unbedingt. Also, Sonic hatte schon krasse Sachen in den Spielen auch teilweise. Also. Aber ich finde halt, ich halt so erstaunlich finde, Sonic funktioniert halt im Moment in Dings. In Filmen und so einfach wesentlich besser als in den Spielen, weil die Geschichten einfach. So, Sonic war tatsächlich immer so ein Charakter, den fand ich echt immer wegen seinen Geschichten cool. So, das Gameplay der Spiele war für mich nie so wichtig im Vergleich. Alter, jetzt kommen die ganzen Zombified-Picknins hierher. Oh.
Ja, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Könnt ihr bitte jetzt einfach alle sterben gehen? Komm. Wir nehmen mal das Instant-Kill-Schwert für die. Weil das sollte die ja nicht neu triggern dann, wenn ich sie instant kille. Na. Man sieht halt auch nichts. Was für Distanzen kommt hier eigentlich jetzt hier angescheißert? So, jetzt machen wir noch Glas. Boah, die, ganz ehrlich, dieser Schrei ist der Grund, warum man Ghasts nur instant killen will. Irgendwas passiert hier gerade. Also irgendwie ist Glas hier nicht korrekt eingetragen in dieser Mod. Main hat da. So, remove. Das kann weg. So, jetzt müssen wir das hier noch irgendwie zu Ende bringen. Dann haben wir auch hier das Upgrade eigentlich soweit durch. Was ich aber bei der Gelegenheit gerne machen will, ist hier eine Beacon hinsetzen. Ich weiß nur nicht, ob wir genug Dings haben, genug Eisen. Weil wir haben ja die große Beacon schon platziert. Das ist eigentlich zu wenig. Wie habe ich es drüben gemacht? Ich würde dann den Platz schon mal einplanen. Ja, mit direkt mit der Beacon drunter, okay. Jetzt schon wieder die ganze Scheiße rum.
So, jetzt sind die Pelicans schon wieder mad, dass ich hier meine eigenen Shulkerboxen aufmache. Wie kann ich es nur wagen? So, Moment, wir machen einmal hier zu. Na. So, gib mir Stairs. Wie gut kriegen wir das hin? Das geht. Hey Creative, willkommen zurück. Okay, wir brauchen eine mehr. Aber doch, nee, hier das brauche ich. Machen wir einen Dreier. Nee, das sind zwei. Hier machen wir noch einen mehr. So. Ist das überhaupt nötig, was ich hier gerade mache, von der Menge an Schulkerboxen her? Nicht Schulkerboxen, Slabs. Ich hatte gerade eine tolle Idee. Du solltest ein Blasrohrschütz-Musikalbum rausbringen, den du Tracks raussuchst, die von den Instrumenten der zu der Animation passen. Du solltest eine Flöte, die wie ein Blasrohr aussieht, voll als Merch herausbringen. Ich glaube, dann kriege ich Probleme.
machen, weil die Animation ist ja im Prinzip schon, also die Animation, auf der es basiert, ist nicht meine. Die Musik ist nicht meine. Okay, das hier lassen wir einfach mal so, wie es ist. Das ist okay. Sollen wir das Fenster gerade weiterziehen? Wir brauchen dafür aber mehr Glas. Scheiß auf Copyright, den Mist braucht sowieso keiner. Wir brauchen mehr Glas. Hast du jetzt eigentlich mit deiner Diagnose weniger Stolperfällen oder andere Unabhängigkeiten im Alltag, jetzt wo es offiziell ist? Nein, ich kämpfe immer noch um die Anerkennung meiner Schwerbehinderung, von daher, da bin ich noch nicht sicher, was dabei rauskommt. Ja, dass das ein Psychologe mich komplett durchschaut. Das ist ja eigentlich die Schwierigkeit dabei. Also jemanden zu finden, der in der Lage ist, Autismus bei Erwachsenen überhaupt einigermaßen zuzuordnen. Mit den ganzen Strategien, die man sich schon entwickelt hat. Vor allem, wenn dann noch andere Sachen dazukommen und sich das ganze Bild mischt. Da bin ich schon an weniger Kompetente geraten. So, hier machen wir noch eins zu und dann machen wir hier auch Glas. Was eine Frage vielleicht besser beantwortet. Ich kann sagen, ich bin froh, dass ich die Diagnose jetzt habe. Wie viel sie mir bringt, weiß ich noch nicht. So, das hier machen wir mal kurz weg. So, 1, 2, 3.
Ja, bei mir steht halt auch noch im Raum. Also ich bin mir im Moment selber nicht sicher, ob ich meinen gelernten Beruf noch ausüben kann. So, das heißt, da können wir später noch ein Beacon einfügen. Wobei das hier müssen wir dann auch noch frei machen. Das machen wir vielleicht gerade. Dann müssen wir hier noch zumachen. Zerstört das jetzt das Scaffolding? Okay, nein, sehr gut. Ach, hier sind wir schon. Das ist gar nicht so hoch. Okay, wir brauchen definitiv mehr. Ja, wir brauchen definitiv mehr Stein.
Kommt schon. Okay, die sind über mir. Aber worauf schießen die? Die dürften mich ja nicht sehen können. Ich kann sie nicht sehen, also können sie mich auch nicht sehen. Ach so, die schießen auf die Hoplins. Stimmt, die Piglins jagen die ja. Na. So, das Upgrade wäre komplett. Die Kiste hier muss ich aber definitiv nochmal auffüllen. Haut ab, ihr könnt eh nichts machen. Das sind meine Kisten. Die mache ich auf und zu, wie ich möchte. Jetzt muss ich gerade an diesen Loriot-Sketch denken mit der Eheberatung. Ihre Frau kann die Schulkerbox auf und zu machen, so oft sie will. Glas, was haben wir hier? Okay, ja, das kann dann auch alles. Dafür haben wir den neuen Schulkerbox-Unloader. Da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Weil es ist zwar nicht mein Design, aber trotzdem.
Wo ist die Nahrungskiste hier? So, boom. Boom. Wir brauchen mal irgendwo einen Ort für leere Schulkerboxen. Vielleicht hier eine Kiste? Einfach für Schulkerboxen, wo ich nicht sofort weiß, was ich mit ihnen tun will. Wie viel Eisen habe ich? Also Eisenerz. Das ist nicht so wenig. Gut, Eisenerz habe ich diese komplette Kiste voll. Ich will das halt nicht anrühren. Das ist halt das Traurige. Ich will das Zeug nicht anrühren, das ist... Das kann ich nicht. Hier geht noch durch. Ich bin jetzt gerade echt hin und her gerissen. Das Ding ist, ich muss wahrscheinlich Bedrock löschen, damit ich die Beacons in Betrieb nehmen kann. Ich weiß gerade beim besten Willen nicht auswendig, wie das ging. Es war easy. Es war ziemlich leicht, aber... Wo ist mein Bedrock-Hit? Da. Warum hatte ich da Sand drin? Du brauchtest die Trapdoors, du brauchtest die Pistons, du brauchtest Obsidian. Aber ich krieg nicht mehr ganz zusammen, warum. Komm, wir gehen mal zur Eisenfarm. Die wird leider nicht so viel gelaufen sein. Natürlich, ich muss mal einsam mit dir über dein Video reden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es gemerkt habe. Ja. Niemand außer Creative Element merkt es. Stell dir vor, du bist auch nicht der Einzige, der es gemerkt hat. Gefühlt haben es alle gesehen, bis auf die Leute, die es hätten sehen müssen. Noch mehr Clickbait. Ja, natürlich. Was will man denn auf YouTube ohne Clickbait? Vernünftigen Content machen. Willst du damit sagen, dass ich keinen vernünftigen Content mache? Thank you.
es auf meinem Kanal irgendwo klickt. Wait, ich weiß nicht mehr, was auf deinem Kanal im Moment an Content überhaupt drauf ist. Neueste Video ist ein massiver Outer Wilds Spoiler. Sehr gut, dass ich da nicht so, dass ich da auf den Kanal nicht drauf geguckt habe. Aber ey, ich habe immerhin jetzt die Tage Plague Tale zu Ende gespielt. Ich glaube, ich habe insgesamt einen Monat dafür gebraucht, weil ich halt einfach mich nicht dazu aufraffen konnte, es an manchen Tagen zu starten. Ich versuche ja im Moment einmal die Woche Zeit für ein Spiel aus meinem Backlog zu machen, aber das funktionierte in dem Fall einfach vorne und hinten nicht. Sonst habe ich nur kommunistische Songs hochgeladen, die ich nicht mal, die vielleicht mal auf nicht gelistet stehen sollte. Okay, drei. Wow. Drei von denen funktionieren auch noch. What the fuck? Das ist so weird. Das ist so kaputt. Warum kann da oben was spawnen? Ja, na gut, das hier ist, das sieht halt jetzt total scheiße aus, aber Das muss ich aus dem Weg räumen. Das geht nicht. Warum kann da oben was spawnen? Ich muss das blockieren, aber wie? Vor allem, ich habe das Gefühl, Gas interessieren sich, glaube ich, auch nicht so viel für Half-Slaps, habe ich das Gefühl. Ach, Gas sind da so weird. Wenn du einfach irgendwie die Hälfte vom Körper gehört, nicht zu Hitbox. Und ich bereue jedes Mal, wenn ich einen Ghast sehe, dass ich nicht mehr die, nicht mehr Pfeil und Bogen im Inventar habe, sondern jetzt meinen Dreizack. Wollte auch noch ein Best-of von dir machen. Irgendwann wird das schon noch kommen. So. Einmal Bedrock löschen. Die Frage ist, wie? So, wir brauchen das. Ich glaube, man brauchte zwei Obsidian, oder? Dann musst du dir diesen Pisten. Best of 10 Stunden Blastrohr Remix. Wie ging das nochmal? Man hatte ja diese Obsidianblöcke. Und man hatte die Trapdoor. Man wollte einen Headless Piston erzeugen damit. Das waren irgendwie zwei TNT, waren das, ne? Moment. Nicht Destroy TNT, Destroy Bedrock.
Ja. Ah, okay, das war die Geschichte. Ja, aber leider nicht First Try, schade. Er platziert ihn schon mal in der richtigen Ausrichtung. Das war falsch, das hat nicht funktioniert. First Try wäre es jetzt aber auch gewesen, wenn das geklappt hätte. Es hat getriggert. Ha! Nice. Da ist das auch erledigt. So, warte. Weil ich hier ständig reinfalle, machen wir da mal einen Glasblock hin. So, dann machen wir hier noch Jump Boost Regeneration. Damit ist der Nether schon wieder ein ganzes Stück sicherer geworden. So, das läuft auch noch weiter. Frage, wie viel grünes Terrakotta haben wir?
Nicht so viel. Wie viel Kaktusgrün haben wir hier? Nein. Die Kiste haben wir oben mit der Farbe. Das ist auch nicht so viel. Okay, wir brauchen Kaktus. So, dann können nämlich die mal durchlaufen. Das da läuft auch noch. Steine, dann wollen wir, wir brauchen nur das. Na, sollen wir gerade den Superschmelzer aktivieren? Für eine Runde Terrakotta. Komm, das machen wir mal kurz hier rein. Ach ja, Clay, können wir euch auch noch mal ein bisschen durchjagen. Ja, Clay, warum sage ich Terrakotta? Terrakotta wird ja nicht noch mal geschmolzen. So, hier. Okay, das ist schon sehr satisfying. Und da kommen die Eimer. Bin ja schon ein bisschen stolz auf die Konstruktion. Das hier ist auch schon wieder voll. Thank you.
Ich glaube, die Tropfsteinfarm können wir auch mal gerade nutzen. Aber jetzt merken wir auch hier gerade wieder ein bisschen den Lag. Silk Touch, sehr gut. Habe ich irgendwas abgemacht? Nee. Das ist halt echt ein bisschen fies, dadurch, dass die alle versetzt sind, weiß man halt nie, ob man vielleicht doch eine Lücke drin hat. So, bist du durch? Nein, noch nicht. Das müsste es eigentlich bald tun. So. Okay, noch eine Minute, dann ist es durch. Zumindest die Menge, die wir brauchen. Und der Rest kann dann ins Barrel unten. Beziehungsweise ist es ja hier auf der Ebene. Ich weiß jetzt ja noch nicht, was ich hier mit dem Ding machen soll. Aber das Ding ist auch eine Leckquelle mit den ganzen Partikeln. Aber ich will es halt eigentlich hier drin haben. Ich mag das, dass hier die Wasserquelle drin ist.
Na super, jetzt wird natürlich Nacht. Okay, da drüben läuft ein Enderman spazieren. Pass auf, wir nehmen das andere, die andere Schaufel dafür. Kommt schon, Leute, das ist doch ein Witz. Fällt gerade an, ich habe die Schallplatte unter Umständen beim letzten Mal gar nicht aussortiert. Ich muss gleich mal im Sortiersystem gucken, ob die da drin gelandet ist. Oder habe ich sie aussortiert? Ich weiß es nicht mehr. Okay, jetzt geht's aber los. Können Babyzombies Verstärkung rufen? Aber wenn ja, wird das nie ein Ende hier nehmen.
muss es auch noch regnen. Hau ab. Ich mache hier eine Straße und die wirst du nicht zerstören. Vielleicht würden Lampen helfen, aber ich bin ja zu faul, um Lampen zu platzieren. Okay, da ist ein Loch. Hallo, Zombie Villager. Das Problem ist, dass durch den Regen verbrennen jetzt natürlich die ganzen Zombies nicht. Wobei wir die Creeper natürlich mehr Sorgen machen. Und jeder andere Minecraft-Hardcore-YouTuber würde jetzt hingehen und jetzt mit einem Channeling-Trident hier Monsterköpfe farmen. Und ich sehe das immer und denke mir so, warum? Die Leute, die ich das machen sehe, bauen halt auch in der Regel nichts damit.
Hast du einen Charge Creeper schon mal auf natürliche Weise erhalten? Boah, keine Ahnung. Kann sein. Oh, Cornflower. Stimmt, hier im Biom kann man die bekommen. Das sollte ich vielleicht mal irgendwie nutzen. Wow. Hätte ich jetzt aber auch Glück, dass der ein komisches Pathfinding hatte. Geht schon wieder der Trident einfach durch. So, wir wollen natürlich jetzt eine Brücke haben, die nicht die Schifffahrt beeinträchtigt. Also irgendwie hier so. Zeit, das Inventar ein bisschen freier zu kriegen. Aber ich glaube, wir werden auch bald
Laternen platzieren müssen. Okay, wir sind schon außerhalb der Renderdistanz von Crossroads Tempel. So, pass auf, wir müssen das so machen, weil sonst... Sonst muss ich ständig wechseln. Imagine, so wird das Hardcore-Projekt wie enden. Mit einem Charged Creeper. Na gut, Charged Creeper sind mit einer, glaube ich, der wenigen Sachen, die mich noch relativ gut leicht töten könnten. Wobei ich glaube, selbst... Also ein Charge Creeper müsste, glaube ich, schon aus nächster Nähe mich erwischen. Ich habe einen Streamer gesehen, der es geschafft hat, durch die Startexplosion vom River zu sterben. Wobei ich selber nicht im Kopf hatte, dass die so heftig ist. Ich bin sie tatsächlich nur gewohnt, wenn man, wenn sie, durch das Endportal geschwächt ist. Weil ja man auf die Weise ja Enderman farmen kann. So, jetzt wollen wir einmal das Light Level Overlay. Ah, noch nicht hier. Wow.
erzählen. Okay, hier muss ich mir was überlegen, weil da würde ich mit Treppen arbeiten wollen. The numbers, Mason, what do they mean? Die hier? Das ist Light Level Overlay. Wir machen es einfach so. Dann sieht es auch direkt besser aus. Hi Don Loy, willkommen zum Stream. Nein, das Projekt ist nicht zu Ende. War nur turbulent die letzten Monate. Bis hier. Okay, das hier verlegen wir tiefer.
Okay, das hier sieht weird aus. Das machen wir anders. Reaper? Nee. Ein Link-Skelett. Ja, nice. Das ist doch schon mal wesentlich besser. Wenn wir jetzt noch sagen, wir nehmen das raus und packen stattdessen mal die ganze Erde rein, bis auf ein Stack. Wie habe ich es bisher gemacht? Komm, wir fliegen mal gerade eine Runde, weil dann gehen auch die Monster, die hier in der Ecke gespawnt sind, weg. Irgendwo hatte ich doch schon eine Brücke. Ja, hier hatte ich schon eine Brücke. Aber nicht wirklich besonders. Passe ich hier mit einem Boot durch? Irgendwo muss ich doch ein Boot haben. Okay, ja, locker. Passt. Wie geht das, dass man mit der, bei welcher Taste ist das, dass man die Offhand wechselt? Also beziehungsweise, dass man sein aktuelles Item
in die Offhand packt. F. Swap item with offhand. Yo. Nice. Moment, nein, das ist falsch. Dann machen wir das so. So, jetzt kam der Nieser, der vor 2 Stunden sich schon angekündigt hatte. Manche würden jetzt sagen, besser spät als nie. Okay, gut, das hier müssen wir dann einigermaßen smooth transitionieren, übergehen lassen, wie auch immer. Aber hier müssen wir mit ein paar Stützpfeilern arbeiten, sonst sieht das weird aus. Thank you.
Okay, dann kommt hier noch eine Stütze hin. Hydrieren, das kommt jetzt sehr gut. Ja, wir sehen da drüben auch schon das Meer. Wo dann der Weg endet. Dieses Video wurde gesponsert von Wasser. Ja, ich habe nicht gesagt, dass ich Wasser trinke, aber ja, ist so. Bin vor Jahren umgestiegen und habe seitdem nicht zurückgeblickt. Wenn es jetzt noch einen Grund gäbe, mit einem Boot diesen Fluss hier lang zu fahren, das wäre cool. Habe ich schon wieder den Hotkey nicht verwendet. Das muss ich mir echt angewöhnen. Okay, wir brauchen sogar noch mehr Wände, Mauern, whatever.
Doch, war richtig. Das mache ich hier. Wasser ist jetzt also auch Privateigentum. Ich glaube. Ich glaube, wer sagt es ihm? Das ist ihm. Nein, ich bin zu beschäftigt. Okay, die Lampen gerade waren falsch. Bei den Viechern weiß ich nicht, ob das ein Creeper oder ein Zombie ist. Wow. Du hast es aber ganz schön eilig. Oh, ich bin mal gespannt, ob das überhaupt noch reicht. Nee, ich glaube, das reicht vorne und hinten nicht. Ich glaube, wir sollten noch mal kurz zurückfliegen. Hat den Vorteil, dass dann auch alle Gegner hier die spawnen, also von daher trifft sich das gerade ganz gut.
So, wie viel haben wir jetzt hier? Genug für 4 Stacks. So, ganz ehrlich, ich mach mal kurz hier gerade. Und da kommt die nächste Brücke. So, keine Ahnung, ob das mittig ist. Ungefähr.
So, 4, 5, 6, 7, 8. So, weg mit den Sachen. Okay, ich weiß nicht, ob das sinnvoll war, hier wieder runterzugehen, aber okay.
So, jetzt müssen wir noch gerade den Baum wegkriegen. Beziehungsweise beide. So, ich hoffe, wir sind jetzt nicht noch irgendwo Baumstämme drin versteckt. Und immer noch mehr Terrakotta, das kommt nicht hin. Okay, da ist schon wieder zwei Creeper sind los. Da wollte mich das Spiel doch glatt austricksen. Aber es hat schon was Eindrucksvolles, wie sich so diese Schneise hier durchzieht und alles erhält.
Genau, die Steinekiste müssten wir wieder auffüllen. Okay, es hört nicht auf. Jetzt bräuchte ich nur irgendwie einen Endpunkt für die Straße hier. Muss man irgendwas reinmünden.
Ja, ideal ist das jetzt nicht, aber okay. Wir hätten wohl Sachen wegschmeißen müssen. Oder ich packe einfach die Slabs gleich da rein. So, jetzt noch ein paar Lampen platzieren und dann war's das. So, ich mach mal hier noch keine Zäune oder sowas hin. Ich hätte hier eigentlich gerne irgendwie eine Anlegestelle für Boote. Pass auf, doch, wir machen Zäune. Wir machen Zäune und wie wir das tun. So. Ich denke, das hat was. So, die legen wir zurück. Die können dann gleich ins Sortiersystem. Nice. Dann gehen wir den Weg einmal zurück. Bei Nacht wäre jetzt natürlich eindrucksvoller, aber damit müssen wir leben. Wäre jetzt natürlich noch interessant, ob der Weg in irgendeiner Weise auf der Karte sichtbar ist, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, weil er dafür zu schmal ist.
Aber das hier sind die Momente, wo ich das dann schade finde, dass es keine Terrakotta-Treppen gibt. Kurz gucken, wie viele Tage haben wir? 1943. Wow. Okay, damit haben wir den ersten Pfad fertig. Natürlich sehen wir jetzt nur einen Bruchteil davon. Es hat auch nur 1943 Tage gedauert, um so weit zu kommen. Aber das reicht dann auch für heute. Wir haben einiges an der Infrastruktur getan. Ich danke fürs Dabeisein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.